Hallöchen, ja ihr Lieben, hier seht ihr, mach was draus, endlich mal wieder. Für mich, ich lag hier jetzt schon ewig rum, ich habe gerade nach dem letzten Video mein Bastelzimmer aufgeräumt, das ist alles leer, der Tisch. Das ist immer so ein schöner Moment, wenn der Tisch leer ist und aber wartet ab, in 2 Sekunden sieht das hier wieder aus wie vorher, egal. Aber trotzdem ist es immer schön, finde ich, zwischendrin, wenn man ein Thema abgeschlossen hat, mal einmal so Luft, ne? Ja, also, wir gucken mal rein. Ich weiß natürlich schon, was drin ist. Liebe Christine, also das letzte Mal habe ich ja meins verbastelt, was ich Christine geschickt habe. Und sie hat mir natürlich auch was geschickt. Und zwar, ihr seht es hier schon, ein Duschbad und das Papier und so, also ein Briefumschlag mit Karte. Die kennt ja jeder von Action. Dann hier die Stanzen. Die Stanze, so eine, ja, so ein Polaroid-Rahmen. Dann sind hier drinne Pärchen und ein Brett. So, ne? Und das Klemmerchen mal sehen. Wie gesagt, die Regeln sind ja klar. Ich darf Stempel und Stanzen dazu verwenden, obwohl sie hier schon genug Material eigentlich hat, denke ich mal. Sie hat hier so eine, eigentlich ist das, glaube ich, ein. Wie heißen die hier vom Winter? So ein Weihnachtsstern, aber ist ja egal, das kann ich ja ein bisschen in fröhlichen Farben anmalen. Dann hier so ein, so was geprägtes, das ist auf jeden Fall auch von Kreativdepot. Auch dieser Fotorahmen. Dann habe ich Papier, so romantisch, wie ich finde, aber ja, mal schauen. Ein Bogen weiß. Und 2 Bögen, so Kraft-Eukalyptus, würde ich sagen. Ja, und eigentlich schreit ja alles nach einem Album für mich, weil es A so viel Papier hat. Aber natürlich ist hier auch noch was zu verpacken. Aber ich meine, man kann ja auch ein kleines Album mit einem Duschbad verpacken, oder? Ich meine, was spricht denn dagegen? Kann ich ja auch extra verschenken, muss ja nicht immer ein Set sein. Ja, deshalb. Eigentlich hatte ich auch Lust, ein One-Sheet-Wonder zu machen, aber ich glaube, aus so A4 gibt es das ja nicht so häufig. Deshalb überlege ich mir jetzt mal was und dann sehen wir uns wieder. Ja, bis gleich. Also ihr seht es ja gleich, aber ich muss mal ein bisschen nachdenken. Ihr Hübschen, ich habe jetzt, also um mal zu zeigen, wie ich da jetzt rangegangen bin, ich habe jetzt hier einfach mit einem A4 schwarzen Cardstock, davon habe ich ja noch von den Action-Blöcken, mir halt mein Konzept hier erstellt. Also so in der Art würde es aussehen. Hat hier eine Tasche und die Briefumschläge werde ich halt als Klappen und Taschen hier noch verarbeiten, also Briefumschlag und die Karte. Ich bin mir jetzt gerade noch nicht sicher. Eigentlich wollte ich weiß nehmen, aber dann denke ich so, das Papier ist ja eher beige und es passt farblich auch besser dazu. Aber was halt eigentlich für weiß sprach, war, dass der weiß besser zu dem Kraft passt, weil ich finde, das Kraft passt nicht so zu dem anderen Kraft. Aber ich werde es jetzt tun, weil hier natürlich auch sehr viel braun ist und. Vielleicht mache ich das auch ein bisschen mit, wieder mit, entweder mit Gesso oder mit weißer Pigment Ink. Also, hier so eine, die hier, wo ich dann gerade denke, toll, was habe ich hier wieder gemacht, die schon so ein bisschen all ist. Versa Magic Claude Weiß. So, das kommt irgendwie dahin. Vielleicht gehe ich da so ein bisschen rüber und vielleicht mit den Stanzteilen dann irgendwie in Kombination, ja. Also ich mache das jetzt im Stillen. Also ich werde das mit Voice-Over machen, weil ja, wie gesagt, im Moment liebe ich eigentlich das Voice-Overs zu machen. Das ist für mich einfacher und entspannter. Und deshalb, ja, schaut mal mir zu. Die Basis mache ich aber vielleicht noch so. Das Buch sieht natürlich deshalb so aus, weil ich gerne 9x13 Fotos hier reinmachen möchte. Das ist halt, soll halt nur so ein kleines Dazuschen sein, ne? Wenn man zu mir Geburtstag ist und damit sich das besser, damit es besser passt, kürze ich jetzt mein Papier noch auf 28,5 und falze es dann an der kurzen Seite bei 10,5 im Bild, ja. Und an den beiden Außenseiten, ich muss das gerade kürzen, so also jetzt ist es 28,5 an den beiden Außenseiten, also jeweils von einer Seite und dann umdrehen von der anderen Seite. Haben wir dann, denkst du, haben wir jetzt im Prinzip schon die Basis. Das ist wieder mein Falzbein weg, ey.
Die Farbe gefällt mir wirklich gut. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft dazu. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, passt für mich nicht so. Aber es wird. Wartet mal ab. Das wird am Ende bestimmt gut aussehen. Ich bin schon in love. Und das lag jetzt hier so rum, so lange. Ich fand es ja gleich am Anfang sehr schön. Was mich wieder irritiert hat, ist, dass ich hier irgendwann verpacken muss. Aber ja, am Ende so, ne? Also so sieht das jetzt aus. Ich hoffe, man sieht das. Das ist hier eben mein Rücken, mein Buchrücken hier. Jetzt können wir das einschneiden. Ihr seht es ja vielleicht schon, es ist eigentlich einfach nur auf der einen Seite bis zur ersten Falz eingeschnitten. Ich mache das mit der Schere, ihr könnt gerne auch ein Schneidebrett nehmen, wer hat. Aber ich mache das immer mit meiner großen Schere und ich schneide hier die Falz im Prinzip weg. Also ich schneide nicht auf der Falz, wobei es hat jetzt nicht geklappt, sondern neben der Falz. Aber ihr könnt auch erstmal nur einschneiden und ihr werdet sehen, am Ende werdet ihr das nochmal so ein bisschen anpassen. Ja, so, aber Falz wegschneiden ist auf jeden Fall ganz praktisch. So, hier sieht man schon, das Kraftkartstock, der ist nicht durchgefärbt. Das ist natürlich ein kleiner Nachteil jetzt hier. So, aber was wir jetzt auf jeden Fall schon haben, ist so eine Art Buch, ne? Also ihr könnt euch ja jetzt nach Belieben hier falten, was ihr wollt. Ich mache jetzt noch auf der anderen Seite, wie gesagt, meine Karte ist ja hier 14 cm. Ich falze mir jetzt hier auf einer Seite bis zur ersten Falz bei 7 cm noch was und schneide dann eben auch bis zu den 7 cm genauso wie auf der anderen Seite nochmal ein. Und dann ist eigentlich unser Album schon fertig. Also natürlich, ihr wisst ja, das Längste ist immer die Dekoration. So, ne? Jetzt klappe ich das hier um. Ja, jetzt reißt mir das natürlich. Das ist natürlich doof, aber ich klappe das hier um und werde es hier festkleben. Und habe dann hier meine Tasche. Ich werde jetzt noch mit einer Randstanze, mit dieser hier, die ist auch von Action, mir einen schönen Rand stanzen hier, dass es auch ein bisschen absteht. Und ja, dann können wir das hier schon zukleben. Das machen wir mal zusammen nochmal. Also ich bringe jetzt hier auf den Spine meinen Kleber auf und hier innen auf meine Tasche sozusagen. Und dann zuppel ich mir das auch ein bisschen zurecht hier, damit das schön aufeinander liegt und später gut hält. Wenn das jetzt hier nicht perfekt ist, werde ich das noch abschneiden. Nehme ich überhaupt auf, ja. Es ist jetzt kein Buch für die Ewigkeit mit Sicherheit, aber ich finde, für so ein kleines Geschenk so dazu ist das eine nette Sache. So, ne? Hier ist meine Klappe. Hier sitzt das jetzt nicht ganz perfekt drauf. Noch mal ein bisschen zuppeln. Ah, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich hätte eigentlich hier das vorher wegstanzen müssen. Das mache ich jetzt nochmal schnell. Also das, bevor ihr klebt. Und wenn ihr eine Kante hier haben möchtet, macht das vorher. Sorry. Ist immer Kamera und, ne, ihr wisst ja. Ich hätte nicht, ich habe ja eigentlich gesagt, ich rede nicht dabei, dann wäre mir das nicht passiert. Aber naja, kann auch nicht anders. Bis gleich. Jetzt habe ich das gestanzt. Natürlich habe ich jetzt hier einen kleinen Abdruck. Aber ja. Ist auch, glaube ich, etwas schief geworden. Aber so ist es halt, wa? So, das hält ja hier nicht so perfekt. Also ich begrade jetzt hier auch noch mal ein paar Sachen. Hier ist das nämlich irgendwie ein bisschen schief. Ja, leider reißt das hier. Das ist die Scheiße, wenn das... Ja, das ist halt Kraftkartstock. Aber gut, da muss ich zusehen, dass ich ein bisschen auf Vintage mache. Hm. Ja, kann man nicht ändern, wa? So, also hier ist aber unser Buch jetzt. So, und ich glaube, damit es hier hält,
werde ich einen Magneten anbringen. Vermutlich hier so. Und ja, den Rest mache ich jetzt ohne selbst zu quatschen. Ich quatsch dann drüber. Schaut mir einfach zu. Zuerst habe ich hier mit dem Seladon mir meine Ecken alle inkt, wie ihr seht, und den Briefumschlag zugeklebt. Das hatte ich kurz in die Kamera gehalten. Jetzt schneide ich mir intuitiv wie immer mein Designpapier hier zu. Also mit Anzeichnen vorne und hinten. Also vorne kommen die Blümchen hin, hinten halt die weiße, das weiße eher. Ja, ihr seht hier, wie ich das eben mache. Ich probiere halt, was mir am besten gefällt und entscheide mich dann eben für den weißen Teil. Erst dachte ich, ich mache das noch mit dem Holzoptik da, aber irgendwie sah das so viel schöner aus. So, hier seht ihr jetzt, ich überlege eben, was ich so, ich habe ja nicht so viel Designpapier, wie ich das so mache. Am Ende bleibt mir dann doch echt viel übrig. Und ja, hier seht ihr jetzt den Kartenrohling. Den passe ich mir jetzt eben auch auf die Seitenhöhe an und stanze die vordere Klappe im Prinzip auch nochmal aus. Aufkleben werde ich das nur an drei Seiten, sodass oben eine Tasche entsteht. Hier ist der zugeklebte Briefumschlag. Den passe ich mir auch auf die Seitenhöhe an, sodass immer unten und rechts und links und oben und unten der gleiche Rand bleibt. Da stanze ich mir jetzt vorne noch eine Eingriffsmulde ein. Und ja, den klebe ich dann komplett auf, weil für eine weitere Tasche dahinter ist mir das Papier zu dünn. Ja, und jetzt, wie gesagt, verteile ich noch mein Designpapier irgendwie und gucke, was da schön aussieht. Und ja, am Ende werde ich ja alles mit so einer also das schneide ich da per Hand dann nochmal aus, dieses geprägte. Und am Ende wird alles ja noch geinkt mit weißer Tinte und so Mauermuster sozusagen, dass das alles so eine Einheit wird. Weil wie gesagt, mir gefällt das ja nicht so gut eigentlich, dass das Kraft und Grün ist sozusagen. Ich hätte lieber alles entweder mit Weiß oder eben Tans in Grün gehabt. Aber ja, ich muss ja das nehmen, was ich habe, ne? Und muss daraus irgendwas zaubern. Ja, hier habe ich mich jetzt auf jeden Fall für den Streifen entschieden, zu diesem Täschchen als Deko. Da kommt später noch dann diese Briefmarken oder Filmstanz oder was das da ist drüber. Also das Stanzteil, was dabei war. So, jetzt habe ich geguckt, ob die Tasche offen ist. Und ja, ich habe das so ein bisschen drin gelassen, wie ich so überlege, damit ihr mal seht, dass das bei mir ohne so zacki-zacki geht, sondern auch immer so mit probieren, ja. Aber hier, wie gesagt, klebe ich erstmal den Briefumschlag komplett auf. Die Öffnung ist oben, da kommt nachher noch eine Karte rein, wo man im Prinzip auch Fotos aufkleben kann. Aber jetzt werde ich erstmal da vorne nochmal den Rand stanzen von der Klappe. Also genauso wie die Seitenklappe im Prinzip. Und ja, hier seht ihr jetzt meinen Stencil und dass ich alles so ein bisschen eingefärbt habe, damit es so eine Einheit ergibt. Und jetzt klebe ich die Karte auf, also wie gesagt an drei Seiten, dass oben die Tasche entsteht. So, als nächstes klebe ich jetzt bringe ich jetzt meine Magneten an von innen, dass die Klappe dann zuhält. Das mache ich mit Washi-Tape. Ihr werdet gleich ein bisschen lachen. Das ist nämlich Washi-Tape, was nicht besonders gut klebt. Deswegen fummel ich mir gleich da jemand ein zurecht. Aber ja, eigentlich erkennt man schon, wie ich das tue. Hier überlege ich jetzt nur, mit was ich das, mit welchem Designpapier ich dann den Magnet kaschiere, weil den sieht man ja sonst. Das fällt mir sonst nicht. Also ich überklebe das eigentlich immer. Aber zuerst, wie gesagt, lege ich mir meinen Magneten dahin, wo ich ihn hinhaben will, auf einer Seite. Klebe ihn mit dem Washi-Tape fest, aber besser, ihr nehmt welches, was auch klebt. Dann schmeiße ich den Magneten darauf,
Da fällt er ja automatisch so hin, wie es sein soll, und bringt dann da drunter mit den Klebeflächen nach oben, so wie ihr hier jetzt seht. Den Magnet auf, so jetzt positioniere ich den nur noch mal richtig, dass er nicht vorne übersteht. Und dann drücke ich halt an und er landet automatisch an der richtigen Stelle. Also er verrutscht mir jetzt hier natürlich immer wieder, weil mein Washi-Tape nicht hält. Also wie gesagt, da nehmt er dann bitte Washi-Tape, was auch klebt, oder von mir aus auch Klebeband. Ja, jetzt gucke ich hier, was ich nehme zum Kaschieren. Und das wird jetzt da so ein Kreis sein. Den schneide ich hier mit meiner Schere aus. Die schneidet übrigens super. Und die gibt es viel günstiger als bei Amazon. Gibt es die bei Create a Smile für 13 Euro. Ich habe, glaube ich, 20 bezahlt. Aber ich möchte die auch wieder zurückschicken, wenn das noch irgendwie geht. Wenn nicht, habe ich halt Lehrgeld bezahlt. Ne? Also immer schön gucken, wo es was günstiger gibt vorher. Das vergesse ich manchmal, wenn ich es haben wollen will. Also am Ende wird es nachher so sein, dass der linke wird mit einem Streifen überklebt, mit dem da, und rechts der Magnet mit dem Kreis. So, und dann fehlt eigentlich nur noch die Deko, die mache ich aber außerhalb der Kamera. So, ihr Hübschen, jetzt ist das alles fertig, denn ich habe mich, also ich wollte halt die Box erstmal so probehalber zuschneiden und falzen. Und dann habe ich anstatt gefalzt, geschnitten, und dann musste ich hier so Maße verwenden, die ich euch nicht zumuten will. Und ihr habt ja auch schon genug, ihr seht jetzt hier mit meinem Album. Diese Box werde ich dann irgendwann mal in einem anderen Video nochmal mit euch machen, mit diesem schrägen Deckel. Wie gesagt, ich habe mich halt irgendwie, das ist hier auch gestückelt, weil dann die Motive wären sonst längs gewesen. Deswegen musste ich zwei Teile nehmen und die sozusagen zusammensetzen. Und das war mir jetzt einfach, ich hatte einfach keine Lust, das jetzt im Video mit euch zu machen. Also ihr seht, ich habe noch eine Box gemacht für diese, für das Duschbad. Ich meine, jetzt hier so würde man ja denken, das ist so ein bisschen hochzeitsthematisch, finde ich. So vom Stil her ist es ja sehr romantisch. Ich habe es jetzt trotzdem so ein bisschen offen gehalten, weil ich ja noch nicht weiß, wem ich das schenke. Übrig habe ich jetzt eigentlich nur noch die Fitzel hier. Also ich habe alles verwendet. Plus ein bisschen Nylongarn, und ich habe noch ein bisschen Weiß dazu genommen, damit ich für das Album ein paar Tags habe. Ich sehe gerade ein bisschen aus dem Bild, wahrscheinlich hier ist auch noch ein Schnibbel. Ja, also mir hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, war jetzt nur ein bisschen doof, dass ich statt gefalzt geschnitten habe, denn das ist halt so, der Deckel ist halt mit einem geraden Maß. Also so werde ich das euch später dann mal zeigen in einem anderen Video mit einer anderen Schachtel. Und das Innenmaß ist dann eben um 1 mm immer je Seite kleiner, und dadurch sind natürlich die Falzmaße krumm, und deshalb habe ich das mit dem Brett gemacht, und da hat man ja Schneid- und Falzklinge, und ja, da sollte man eben ganz genau aufpassen oder eben das Ganze abmessen und dann doch mit einem normalen Falzbrett machen, dann kann das auch nicht passieren. So, jetzt erstmal hierzu. Ihr seht es hier, ich habe hier einen Stempel verwendet, den habe ich mal bei Dani Poise im Überraschungspaket drin gehabt. Das ist so ein Scrapbook-Stempel. Kann ich mal gucken, ob jetzt der ein oder ein. Ich glaube aber nicht, dass es die noch gibt. Ich finde die jedenfalls sehr, sehr schön. Das sind Klarsichtstempel, und da, wie gesagt, da ist eben die Story, das ist die Story. Ich wollte es halt so ein bisschen offen halten. Ich weiß ja nicht, ob Dani Poise, da bestelle ich so selten, ob das einen Namen hat. Ja, nee, steht irgendwie nicht da so richtig. Ja, keine Ahnung. Nee. Also damit habe ich das gestempelt. Die Herzchen waren ja dabei. Dann habe ich, wie gesagt, Nylongarn, und diese Perlen habe ich hier eingeknotet. Da waren ja zwei so schwarze Perlen dabei. Hinten sieht es so aus. Wie gesagt, die Motive, die Runden habe ich immer ausgestanzt. Dann werden wir das mal aufmachen. Dann zeige ich euch gleich. Ja, und dann, wie gesagt, ihr wisst ja, wie es entstanden ist. Habe ich hier noch ordentlich dekoriert. Hier ist es ja eine Tasche geworden. Dann ist es ja eine Klappe. Müsste ich vielleicht noch irgendwie kennzeichnen. Ich habe jetzt immer diese Kamera. Die ist aus einem Action-Stempel-Set. Da habe ich diese, die hatte eigentlich so einen Riemen. Das fand ich aber doof gemacht. Und ja, hier ist, wie gesagt, hier kann man auch ein Foto drin machen. Hier ist offen. Und hier ist auch frei, also das Foto wäre dann so da drunter. Ich kann ja noch mal gucken, ob ich ja, ein Foto jetzt habe. Also so würde das dann aussehen, natürlich, wenn man es hier so abschneidet. Jo, das ist ditte. Dann jetzt hier weiter. Hier ist eben auch wieder diese Tasche. Hier habe ich dieses Fotorahmending
versteckt. Hier ist ja mein Magnetverschluss und hier ist eben auch nochmal ein Foto. Wenn man mehr Fotos unterbringen will, kann man ja noch zwei Karten auch hier reinstecken. Das sind jetzt im Prinzip zwei, vier. Na, hier könnte man auch noch was drin machen. Also Teig eigentlich auch offen gestaltet. Könnte eigentlich auch noch ein Kärtchen drin machen. Also zwei, wenn man immer Vorder- und Rückseite, zwei, vier, sechs. Oh, wartet mal. Oh, sechs. Fotos, sechs Fotos. Na, hier könnte man schreiben. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Fotos. Jo. Die muss man sich ein bisschen kürzen. Also ganz 9x13 wird wahrscheinlich nicht so toll aussehen. Aber ja, ich bin total happy. Mir fällt das total gut. Die Farben mag ich halt super gerne. Was mich ein bisschen stört, ist, dass ich halt ja weiß und Creme zusammen verarbeiten musste, ja, weil ich hatte ja keine andere Weiß hier dabei. So, hier, wie gesagt, ist einfach nur eine Schachtel mit einem schrägen Deckel. Und hier oben habe ich, wie gesagt, die Kreise habe ich ja mal ausgestanzt, einen großen und einen kleinen. Ich überlege noch, ob ich das hier abschneide, ob ich das schöner finde. Aber nö, ich glaube, ich lasse es so. Also, ja, schönes Set, oder? Sagt mal ehrlich. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Jetzt im Anschluss seht ihr gleich noch die Sachen von Tienchen. Die hat total viel gebastelt und es sieht wieder total anders aus, weil sie hat dieses Romantische nicht so rauskehren lassen, wie immer. Die ist ja eher nicht so der romantische Typ, was das Basteln angeht. Und ja, also wie gesagt, ihr seid gespannt, was bei Tienchen rausgekommen ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch für eure Geduld, fürs Zusehen und hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten wieder. Die Maße zu dem Album werde ich unten in die Infobox schreiben. Wenn ich es vergesse, bitte schreibt mich an. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen, Nacht, was auch immer jetzt kommt. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss! So, hier jetzt nochmal die gebastelten Sachen von Tienchen. Alles eher so grün-weiß. Und sie hat mehrere Schachteln gebastelt, also eigentlich überwiegend Schachteln. In der großen ist das Duschbad, dann so ein Leporello. Weiß ich gar nicht, was das ist. Ich glaube, das gehört in eine der Schachteln. Und ja, also wieder wunderschön, aber total anders als meins. Also man kann nicht glauben, dass das aus dem gleichen Material ist. Hier nochmal ein kleiner Schwenk. Und ja, ich sage dann danke fürs Zusehen und Tienchen fürs Mitmachen und bis bald.